Folgen Sie der Kultur, der Musik, der Oper? Folgen Sie uns hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele. Viel Vergnügen wünscht die Hypo Vereinsbank. Kinderoper in Bayreuth. Es geht jetzt hier in den zweiten Zyklus. Die Erwartungshaltung ist ziemlich hoch, oder? Ja, es ist eine besondere Herausforderung, hier in Bayreuth eine Kinderoper zu machen, zumal es tatsächlich ja schon den Fliegenden Holländer gab im ersten Zyklus. Aber unser Konzept ist schon sehr, sehr anders und wir wagen nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Ich habe gesehen, da lag auf Ihrem Tisch ein Foto von Heinz Erhardt rum. Hat das sozusagen ein bisschen was mit deutscher Filmkomödie zu tun? Durchaus. Den Daland aus dem Fliegenden Holländer kann man durchaus sehr eng mit Heinz Erhardt verbinden, zumal der ja auch seine Probleme mit seinen rebellischen Kindern hat, der Heinz Erhardt, wie der Daland ja auch ein Problem mit einer durchaus schwierigen Tochter hat oder die Tochter mit einem sehr schwierigen Vater. Im Haupthaus ist es so, da kommen die Publikumsreaktionen meistens erst am Schluss. Die kann man auch nicht immer voraussehen, aber zumindest kann man davon ausgehen, dass die Leute während der Aufführung einigermaßen ruhig sind. Hier müssen Sie Publikumsreaktionen ja eigentlich mit einplanen oder Sie sind ja auch Teil der Aufgabe. Ist das schwierig, das quasi dann immer in einem leeren Auditorium zu proben und sich zu denken, jetzt müssen die Kinder Ja sagen oder Nein sagen oder eben mitspielen auch? Ich finde es immer gar nicht so schwierig, weil die Kinder das ehrliche Publikum sind. Ich relativ früh in Abläufen auch Kinder immer einlade und einfach in dieser schonungslosen Ehrlichkeit, in der Kinder Theater sehen, ganz viel mit aufnehmen kann in Regiekonzept und Pointen nochmal neu überprüfen kann. Das heißt, man sieht dann ganz genau sofort, was geht und was nicht funktioniert, weil die sind, wie gesagt, die verstecken sich nicht. Genau, die sind das ehrlichste Publikum überhaupt, absolut. Und dann am Schluss aber auch das begeistertste, oder? Sehr. Also die Sänger, die bereits in der Kinderoper mitgewirkt haben, machen das jedes Jahr mit größtem Vergnügen und sagen einfach, der Applaus ist so unmittelbar und so besonders. Naja, und man hat ja auch das Gefühl in den letzten Jahren, gerade die, die auch auf der großen Bühne stehen, haben unglaublichen Spaß daran, aber sie sind keinster Weise quasi mit weniger Qualität oder mit weniger Einsatz verbunden, was die hier machen. Auf gar keinen Fall. Also die Qualität bleibt die gleiche. Und ich bin auch total dagegen als Regisseur, dass man die Kinderoper oder überhaupt Kinderstücke auf so eine leichte Schulter nimmt, weil sie sind sehr, sehr schwer. Man muss genau herausfiltern, welche Geschichte man erzählt, wo man den Fokus setzt und was die Kinder wirklich auch interessieren kann. Also Kinderoper ist absolut ernst zu nehmen und Kinderstücke den Kindern nahezubringen, ist ein durchaus auch tapferes Unterfangen. Man würde natürlich bei den Wagner-Opern nicht im ersten Moment daran denken, dass die auch sozusagen kindergeeignet sind. Gut, da gibt es Drachen und es gibt Schwanenritter, aber Fliegenden Holländer, da gibt es zwar ein Boot und Sturm, aber sonst stelle ich mir das auch teilweise, was die Beziehungen der Figuren angeht, ein bisschen schwierig vor. Und vor allem gruseln sich die Kinder nicht dann irgendwie auch? Nee. In unserer Fassung auf gar keinen Fall, da Senta einfach eine so junge Figur ist, schon bei Wagner, ganz oft damals auch schon von 20-jährigen Sängerinnen gesungen. Eine sehr junge Figur, die durchaus für die Kinder einfach ein Identifikationspotenzial bietet. Das ist ein Mädchen, die hier zu Hause bei uns sitzt, die nicht raus darf, obwohl sie Seemannstochter ist und die einfach in einer behüteten Welt lebt, in der die Geschichte von dem fliegenden Holländer aber eindringt und durchaus mit ein bisschen Gruselfaktor für Irritationen sorgt. Und ich glaube, das ist für Kinder sehr, sehr gut nachzuvollziehen. Und auch, dass es jemanden gibt, der mit einem Fluch beladen ist und auf dem Meer unerlöst kreist, ist einfach ein Märchenmotiv. Also ganz nahe vielleicht wirklich fast an den Gebrüder Grimm, was für Kinder total selbstverständlich auch ist. Und da finde ich den Holländer sogar sehr, sehr gut geeignet, um ihn als Kinderoper zu zeigen. Das heißt, Wagner, den man ja jetzt so aus dem eigenen Leben nicht unbedingt für besonders kinderlieb hält, ist natürlich auch der Konvention der damaligen Zeit entsprechend, entpuppt sich jetzt quasi auf seine ganz, ganz alten Tage noch als ziemlich guter Märchenonkel. Kann man so sagen. Ich glaube, Märchenonkel ist fast ein bisschen despektierlich. Ich würde sagen, dass diese Grundmythen, die er erzählt, durchaus für Kinder wirken können. Gerade beim Holländer, ich finde auch nochmal sehr beim Ring. Es gibt bestimmte Werke, die da total andocken können an die Fantasiewelten von Kindern. Also Wagner von 8 bis 80.
Unbedingt, Wagner sogar von 8 bis 108, um bei den Dimensionen des Holländers zu bleiben, den Zeitdimensionen. Und umgekehrt, es gibt inzwischen ja auch sogar Babykonzerte, die sehr beliebt und immer ausverkauft sind an den Opernhäusern. Gibt es was von Wagner, was man auch schon, womit man auch schon Babys beschallen kann? Vielleicht der Es-Dur-Akkord vom Rheingold, vielleicht wirkt er auch bei ganz kleinen Kindern schon ganz tief. Aus dem Holländer wüsste ich jetzt keine Stelle.